Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pokémon Purpur Part. Ja, beim letzten Mal haben wir den ersten Arena-Leiter ein zweites Mal fertig gemacht. Der war dieses Mal deutlich stärker. Und wir hatten auch ein bisschen die Schulbank wieder gedrückt. Wir haben es auch heute mehr oder weniger vor. Ich habe ja gesagt, dass ich Oski mache, dass ich direkt zu den Zwischenprüfungen komme, weil die Unterrichtsstunden selber irgendwie eher uninteressant waren. Aber die Zwischenprüfungen fand ich irgendwo wichtig, beziehungsweise Abschlussprüfungen. Ich habe da hinten bei der Tante auch schon alles auf Zwischenprüfungen geboostet, also dass wir dort schon sind. Aber vorher, ich habe zwischen den Folgen auch wieder sehr, sehr viele Pokémon gefangen, hochentwickelt, also viele Pokédex-Einträge geholt, 50 an der Stück, die werde ich über die nächsten 3-4 Parts aufteilen. Ich habe auf jeden Fall jetzt gleich halt erstmal ein paar Pokédex-Einträge für euch. Also hier über mir ein Zeitstempel, wenn ihr die Pokédex-Einträge überspringen wollt. Ich sage euch übrigens, dass die Folgen ein bisschen länger jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Parts werden. Zumindest die nächsten zwei, weil ich die Arena-Leiter mehr oder weniger ein bisschen durchwasche. Also ich werde den einen Part 3 Arena-Leiter machen und den anderen Part 4. Aber jetzt erstmal auf zu den Pokédex-Einträgen. So Leute, zuallererst habe ich Tarnpiknon für euch. Das Pilz-Pokémon. Tarnpiknon hält sich gerne an feuchten Orten auf. Randernde Feinde scheucht es, indem es sie mit Giftspuren besprüht. Und hier auch direkt die Entwicklung, Hutsasser, auch das Pilz-Pokémon. Hutsasser imitiert Pokebälle, aber ob es damit auch andere Pokémon täuschen kann, ist unklar. Ja, ich glaube eher weniger, aber vielleicht haben die Angst, gefangen zu werden, also... Könnte eine Abwehrmaßnahme sein. So, als nächstes habe ich Olivinio für euch, das Oliven-Pokémon. Das badet ausgiebig in der Sonne. Sind die Früchte auf seinem Kopf ausgereift, lässt es menschliche Ansiedlungen hinter sich und geht auf Reisen. Und hier direkt die Entwicklung Olitena, das Oliven-Pokémon. Pfannen schlägt es zurück, indem es duftendes, aromatisches Öl mit einer Wucht abfeuert, die sogar das Felsen zertrümmern kann. Wie stark willst du das Öl abschießen? Sind das Torpedos oder was soll das sein? So, und als nächstes habe ich Poponcho für euch, das Pudel-Insekten-Pokémon. Poponcho hat kein festes Zuhause. Es zieht über Wiesen und Berge, wie es ihm gefällt, und sammelt Energie für seine Entwicklung. Wo wir schon von seiner Entwicklung sprechen. Hier ist Vivillon, das Flügelstaub-Pokémon. Dieses Pokémon erblickte in mysteriösen Landen das Licht der Welt. In Kampf verstreut es bunten, giftigen Flügelstaub. Ja, als nächstes dann Drim für euch, ne? Drim, leg los. Ich glaube an dich. Danke, Shining, dass ich mal wieder anfangen darf. Hier haben wir zuerst das coole Pokémon Azug Lades, das Feuerklingen-Pokémon. Es entwickelte sich durch eine von tiefen Groll durchdrungene alte Rüstung zu dieser Form. Feine schneidet es ohne Erbarmen in Stücke. Als nächstes kommt Zoroark, das Polymorph-Fuchs-Pokémon. Es kann auf einen Schlag große Massen von Menschen täuschen und kreiert Illusionen, um den Revier zu schützen. So, als nächstes kommt Rockkamein, das Wüstenkroko-Pokémon. Durch die spezielle Membran um seine Augen kann es seine Umgebung auch im Dunkeln deutlich sehen. Und als letztes für heute habe ich Rabigato für euch, das Abschreckungs-Pokémon. Seine Augen sind so außergewöhnlich, dass es sogar in einem Sandsturm kleinste Beute aus 50 Kilometer Entfernung entdecken kann. So, süße Noah, jetzt bist du dran. Danke, Drim, du kannst ja doch auch mal nett sein. Hier haben wir zuerst Silembrim, das stille Pokémon. Bei Wäldern ohne Anzeichen von Leben sollte man Vorsicht walten lassen. Es ist gut möglich, dass man sich im Revier eines Silembrim befindet. Oh, wie süß, ein Delfin. Das ist Delfinator, das Delfin-Pokémon. Seine körperliche Kraft unterscheidet sich nicht von Normifin. Ist jedoch ein Artgenosse in Not, verwandelt es sich und wird viel stärker. Yay, ein süßer Teddybär. Das ist Teddyursa, das Kleinbären-Pokémon. Seine Pranken sind durchtränkt von Honig. Ist es besorgt,
schlägt es sie ab und strahlt im Nu wieder über das ganze Gesicht. Und zu guter Letzt die Entwicklung von Teddiursa, Ursaring das Schläfer-Pokémon. Dieser geschickte Kletterer erklimmt Bäume, um in deren Kronen nach Beeren zu suchen. Trifft er dort auf ein Razaf, entbrennt sogleich ein Streit. So Shining, dann rette mal wieder den Tag. Ja Leute, und das waren die ersten Pretty Pokémon von 50. Wir können ja aber auf jeden Fall das hier noch abhaken, ne? Wir sind bei 250 Einträgen, 400 ist der voll. Ein Levelball. Oh, ein paar EP-Bonbons. Darüber level ich auch meine Pokémon meistens, über die EP-Bonbons. So knapp vor der 300, also uns fehlen knapp nur noch 100. Nebenbei, Gespenst könnte ich auch eben kurz noch entwickeln und euch den Pokédex-Eintrag vorlesen, weil ich habe endlich die 999 Münzen beisammen. Übrigens nicht wundern, ich habe meine Pokémon alle auf Level 80 über die Bonbons hochtrainiert, damit wir auf jeden Fall gewappnet sind. Okay, mein Gespenst kriegt da mal einen Sonderbonbon, weil jetzt soll es sich entwickeln. Man muss 999 Gespenstmünzen halt dafür sammeln. Für diese Entwicklung. Ja, die Entwicklung kann sich sehen lassen. Ein Monetigo ist es geworden. Monetigo, das Schatzwesen. Sein robuster Körper besteht aus gespaltenen Münzen, die es in rascher Folge auf Feinde schießt, um sie zu überwältigen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, jetzt müssen wir noch die Zwischenprüfungen machen. Ihr seht, ich habe bei allen Kursen die Zwischenprüfung schon erreicht. Ich habe natürlich aufgepasst bei den Kursen, wie man es kennt. Machen wir zuerst den Mathematikkurs. Ich habe ja gesagt, dass ich die auch abschließen will. Ich will übrigens nochmal erwähnen, mit den normalen Unterrichtsstunden verpasst ihr nichts. Dann beginnen wir mal unsere Zwischenprüfung. Der Schaden wird verdoppelt. Der wird halbiert. Ich bekomme 11 Stück, weil ich kriege noch einen Premierball ab dem 10. Die Chance steht bei 4%. Und der Schaden wird um die Hälfte erhöht. Bei einem Volltreffer. War ich diesmal intelligent? Fünf von fünf Fragen korrekt, ich war intelligent! Dank für die EP-Bonbons. So, dann mal Geschichte Zwischenprüfung. Geschichte war der einzige Kurs tatsächlich, der interessant war. Weil da ging es um die Geschichte von dem Spiel. Ja, heute ist die Zwischenprüfung. Hier das Gebiet im Zentrum, das ist der Schlund von Paldea. Da soll ein Schatz sein. Das war zum Beispiel eine der Geschichtsstunden. Das hat vor 2000 Jahren angefangen und die Schule ist 805 Jahre alt. Je nach Wissen streben. Wie gesagt, die Unterrichtsstunden waren jetzt nicht so interessant. Da wird halt genau das abgefragt, was die in den Unterrichtsstunden besprechen. Bei den Prüfungen. Normalerweise schlafe ich bei Geschichte ja ein, ne? Nochmal ein paar S-Bonbons. Dann ist nächster Sprachkurs. Der Sprachkurs beschäftigt sich übrigens mit Fremdsprachen. Und der redet auch immer in sehr vielen verschiedenen Sprachen, der Typ da.
Das ist danke. Delicious. Guten Appetit. Komplimente machen. Salvatore. Der hat auch direkt bei der ersten Stunde einen Witz mit seinem Namen gemacht. Genau, man müsste die letzte verkacken, dann wird er sauer. Und 5 von 5 Fragen korrekt. Ich bin ein Fremdsprachen-Genie. So, 3 Kurse haben wir noch vor uns. Den Kampfkurs als nächstes. Ich habe einen Kampf mit dem Fragebogen. Das sind weniger durch Spezialattacken. Der Name der Attacke. 4. Der kristallisieren und angreifen. Kampf. Sieht man ja auch an dem Meditalis neben ihr. Und? Ich bin mittlerweile gut im Unterricht. Und sie sagen alle, ich würde nicht zuhören. Und nur schlafen. Bin ich ein Einserschüler? Kleiner Funfact, der Kurzkurs hatte kaum wirklich was mit Kunst zu tun. Ein Terra-Kristall. Pflanze. Ein Hexagon. Es gibt ein Restaurant im Mesclera City, da kann man den Terra-Typ ändern. Hat er im Unterricht erwähnt. Das sieht jeder anders. Aber die richtige Antwort ist, es gibt keine korrekte Antwort. Man muss das immer so sehen, Kunst liegt im Auge des Betrachters. So, einen Kurs haben wir noch hinter uns und dann gibt es den Arena Rush. Jetzt haben wir nur noch Hauswirtschaft, die Zwischenprüfung vor uns. Ich habe euch ja vorgewarnt, dass die Parts wahrscheinlich länger werden. Das ist unser Hauswirtschaftslehrer. Steigerung der Initiative. Zutaten und Würzmittel. Die Sinnelbeere. Ja. Nein. Es liegt nicht an der Frustration. Und ich bin ein Einserschüler, Leute. Warum steht da eigentlich mittlerweile ein Gengar?
So, ich setze mal Skelekrog an die Liste. Weil ich weiß, wo wir jetzt als erstes hinwollen. Wir machen ja jetzt die Arenen alle. Ich würde sagen, wir fangen mit der Bolarden-Arena an. So, und da sind wir auch schon in Bolarden. Auf zur Arena. Den werden wir so wegrecken. Hallo, Kolzo. Shining reicht mir schon. Du könntest dich mit Senius wahrscheinlich stundenlang unterhalten. Ja. Klar. Ja, sie ist schon schön. Ich bin bereit. Aber nicht auspeitschen, bitte. Oh, du legst mit einem Dressella los. Ja, ich sehe es. Meine Kunst liegt in einem Loderlied. Wusstest du das schon? Ich kann eigentlich direkt von Anfang an Terra kristallisieren, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ich kann ja vor jedem Arena-Leiterkampf zum Pokémon Center gehen. Ja, Terra kristallisierung. Ich glaube, mit Level 80 habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich werde die jetzt auch nicht mehr weiter boosten. Ich dachte mir nämlich schon, dass die in den Leveln höher gehen mit den Arena-Leitern. Aber die hat. Ach, er hat ja auch mal gleiches Level wie die Bäckerin. Hey, wenigstens seht ihr, was für Pokémon die haben. Nächstes Olitena. Okay. Am letzten Mal ich Feuersturm. Deine Säfte will ich nicht abbekommen. Du zerschießt ja damit Felsen angeblich. Oh, ein Grasfeld. Das stärkt Pflanzenattacken. Tatsächlich kriege ich hier echt gut XP.
Was XP angeht, lohnt es sich übrigens mehr, einfach die höheren Terror Rates zu machen und darüber zu leveln. Das geht deutlich schneller als Pokémon-Kämpfe. Okay. Danke, dass du dein Pokémon absichtlich abschwächst. Ohne das Pflanzenelement hätte sein Pokémon nämlich bessere Karten gehabt. Ach ja, Robustheit. Okay, mit dem nächsten Angriff habe ich den ersten Arenaleiter dann schon mal besiegt, ne? Beziehungsweise den zweiten. Ja, hier kommt fürs noch ein Feuersturm. Das wäre Arenaleiter 1 für heute. Besiegt. Gern geschehen. Auf den ich alle Haare raus. Freut mich, dass der Kampf so schön war für dich. Okay. Dann würde ich mal sagen, als nächstes Enigmache wieder. Wir sehen uns dort. So, als nächstes kommt unsere Livestreamerin. Ich kenne dich doch. Ich bin's. Okay, mach das. Mein Seitigan steht schon am Start. Bin ich das? Ich bin bereit, Enigmara. Ein Vögelchen wird vom Himmel fallen. Ja,
Ach, sie dancet schon wieder im Hintergrund. Das hatte ich vermisst. Kennst du schon mal eine Steinkante? War sogar ein Volltreffer. Oh, Vampitz als nächstes. Er ist knuffige Vieh. Dagegen Erdbeben hilft es dir trotzdem nicht. Oh doch, es lebt noch. Wenn muss ich ja mit einer Terra-Kristallisierung loslegen, ne? Ich weiß, dass der Angriff dadurch erst trifft. So, Steinkante! Ach, schon wieder ein Donner. Aua! Okay. Muss erstmal Saltigant wieder beleben. So, Blumentrick! Saltigant ist schon wieder belebt, keine Sorge, Leute. Skelekrok hat ein Level abgemacht. Als nächstes kommt Luxtra. Los, Saltigant, kehre zurück. Die Dancing Queen machen wir fertig. Aua. Erdbeben. Der Reflektor wirkt noch, oder? Daneben. Ich pökel dich ein. Danach heile ich Saltigant. Jetzt triff endlich. Jetzt kommt Elektroball. Das wird bestimmt in meinem Gesicht explodieren. Hier, nimm mal ein Erdbeben. Okay, funktioniert nicht mehr. Mann, immer diese Schmarotzer. Muss ich dich wohl einpökeln? Oh, Elektroattacken sind stärker geworden. Als nächstes kommt Tauenmagie. Ich kann es ja mal versuchen. Ich kann dir aber nichts versprechen. So, dann machen wir deine Terra-Kristallisierung.
Mit Zauberschein legst du los, okay. Du hast meine Schwebe, also brauche ich gar nicht mit Erdbeben versuchen. Elektro ist generell so ein richtig heftiges Element in Pokémon, weil es nur eine einzige Schwäche hat, und zwar Boden-Pokémon. Wenn das Elektro-Pokémon schweben kann, hast du eigentlich keine Möglichkeit, sehr effektive Treffer zu landen. Ich wollte gerade sagen, triff endlich. Volltreffer! Gewonnen! Wenn ich mich frage, warum hat sie eigentlich so Heizzähne? Nee, momentan mache ich das auch nicht. Ich winke euch. Ja, guckt, wie ich euch winke. So, einen Arena leider machen wir heute noch. Ich habe ja gesagt, dass die Folgen diese und nächste auf jeden Fall länger werden. Ich überlege gerade nur, welchen machen wir als nächstes. Hier gibt es einen Rotom in der Nähe. Sieh was, damit wir die Grundelemente so ein bisschen abgeschlossen haben, nehme ich einfach Carafusa City als nächstes. So Leute, Maskagato und ich sind bereit für den letzten Arena heute. Sind in den letzten Arena leider. Den Typ mit der Monobraue. Hey! Ja, das stimmt irgendwo. Natürlich. Wie viel habe ich die bitte gekauft? Okay, Kombo, ich bin bereit. Ich zeige dir, wie man kämpft.
Blümchen auf dem Kopf und einen Blumentrick vorführen. Das passt doch. Wir haben wieder ein paar Level 81 erreicht. Ach ja, stimmt, wir sind ja hier in der Wüste. Ich vergaß das. Aber ich habe ja Überreste. Das nächste kommt Pelipper. Bei ihm kann ich keinen sehr effektiven Treffer landen. Aber dafür einen Volltreffer. Blumentrick macht ja zum Glück immer einen Volltreffer. Immer reck ich die Arena, Leute. Wir haben nie eine Chance. Als nächstes kommt Wummer. Das Pokémon, was ja durch den Tanker einfach durchkommt. Und zack. Als nächstes kommt Schlickdri. Er ist schon fast bei seinen letzten Pokémons. Beziehungsweise fast bei seinem allerletzten. Das ist sein vorletztes. Schlickdri habe ich noch nicht tatsächlich. Jetzt kommt Krawell. Die Kampfkrabbe. Hier gebe ich mal einen Blättersturm auf den Weg. Besiegt. Damit haben wir drei Arena-Leiter heute abgeschlossen und nur noch vier sind übrig. Ich gebe immer mein Bestes. Ja gut, Leute, ne? Jetzt haben wir nur noch vier Arena-Leiter noch mal vor uns. Aoki, Grusha, Etta und unsere Modequeen hier unten, Tulia. Tulia fand ich ja am schlimmsten. Die vier machen wir dann beim nächsten Mal, Leute. Im Übrigen, falls ihr euch gefragt habt, was es mit den leuchtenden Terra-Punkten auf sich hat, da kann man gegen so wesentlich stärkere Terra-Monster, also Terra-Pokémon antreten.
Da kriegt man aber auch echt viele Bonbons für. Naja. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst heute mal wieder ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir dann zum einen den Rest von der Schule und die letzten Arena-Leiter. Bis dann. Ciao.